ein bisschen beeilen, dass ihr nachher voll wird. Das ist also der Set. Und normalerweise sitzen die Künstler dann bis zu ihrem Auftritt in einem solchen Wohnwagen. Der Regisseur führt ihn jetzt an ein kleines Zelt heran. Hier soll das Ganze stattfinden und gibt ihm jetzt die Regieanweisung. Wer früh aufsteht, hat mehr vom Leben. Ja, in Ordnung. Direkt in die Kamera. Normal, mehr würde. Totale und wir machen wir weiter und wir weiter unten. Vier Saar? Ja. Da muss ich das Wind festlegen. Wenn man vier Saar drauf hat, dann müssen wir normal müssen ein paar Versätze gehen. Ja, mit dem Schlappball schaut es schon ein bisschen lustiger aus. Weil wir machen ja auch erst eines, die Totale, dann haben wir ein Close vom Gesicht, wo das Drehen und das Gainen und das in die Kamera sprechen auch nochmal da ist. Und ich denke, wir werden wahrscheinlich sowieso Ton. Ja, eins, die dritte. Und bitte. Wer früh aufsteht, hat mehr vom Leben. Sonst? Okay, dann haben wir, dass Sie im Zelt drin sind. Sie bekommen von uns Funkgerät, ja. Weil wir nämlich vom Hochhaus oben ja, weiß nicht. Da Totale runter machen. Weg, weiß nicht wo. Hallo, melden. Wollen die jetzt hingefallen? Zelt ist weg. Was ist dieser? Ah. Hallo. Ha? Was ist? Ja, da will filmen. Da ist Zelt um. Melden. Sind Sie kaputt? Na, kaputt, Zelt. Was ist dich hier ohne Hose? Wo schlafst du hier? Schlafst du hier, was ist das? Ja, das ist Filmen hier, das geht zu dir nicht. Wir machen hier Film. Kapito. Aber wir sind nicht erlaubt hier. Was? Die Polizei nicht erlaubt geschlafen. Nicht Polizei, filmen, filmen, wir filmen. Hallo? Was ist denn los? Das Ding ist alles weg. Meldet euch einmal. Was ist denn? Warum hast du nichts Hose? Verstehst du nicht? Film, Fernsehen. Ich habe keine Hose. Ja, keine Hose, hast du hallo? Getrunken? Hast du gleich kommt melden. Chef! Schau du! Ja, geht schon, Chef. Du, was ist denn? Die ganze Ding ist abgefahren. Was? Was wollt ihr? Ich möchte sie holen. Ach so. Wir machen da einen Film. Die wird ganz wahnsinnig. Wir filmen da für das Olympia-Zentrum. So. Ich frage, wie warum ich keine Hose noch. Und mir ein Zelt weggeflogen. Ja, ja, sage ich. Der komplette Vogel. Spaß, nicht viel Spaß. Trinken. Ja, ja. Nicht normal. Wo sind denn die Trottel? Ich mache einen Film für das Olympia-Zentrum, da hätte ich im Zelt drinnen sein müssen. Und jetzt ist das Zelt weggeflogen und die filmen von da oben runter. Jetzt sind sie nicht da. Alles Trottel. Ja, der wünscht Ihnen einen schönen Sonntag. Ja, da können Sie mir einen schönen Wunsch. Und beruhigen Sie, dann siehst du, beruhigen Sie, Mann, das ist ein Wahnsinniger, obwohl ich die Hose aber ziehe fahre. Hallo. Nein, Mann. Alles Trottel. Hallo? Melden bitte. Hallo, melden. Hallo! Jetzt ist der Herder! Ja, ja, wunderbar! Wieder ganz toll! Bist du besoffen oder was?
Hast du das auch gekannt? Nein, das ist mir weggeflogen, weil wir filmen da. Das ist er weggeflogen? Ich wäre wahnsinnig. Bitte melde ihn. Das ist dein Kopf. Ja. Du setzt mit den Luftballons da. Hä? Du gib jetzt eine Ruhe, wir filmen da. Was willst du noch? Ja, ein Scheißdreck halt. Was denn? Melden? Melden, bitte, ja. melden. Willst du was trinken? Nein, geh. Willst du mit mir was trinken? Nein, möchte ich nicht. Ja, geh doch mit da. Trink doch mal was mit mir. Oh, jetzt gib eine Ruhe, wir arbeiten. Ja, komm. Hallo. Jetzt flog mit mir. So. Hallo, Mann. Ja, das ist ein guter, was? Nein, jetzt gib eine Ruhe. Am Sonntag ist das ein ganz guter. Alles hey, ist krass, ja. Jetzt kommt hallo? Die Polizei auch schon. Wir filmen da. Und die sind am Hochhaus da mit der Kamera. Und jetzt ist das Zelt weggeflogen. Was für ein Zelt? Ja, das war schon schnell eben. Ja, haben Sie das kaputt gemacht, oder wie? Nein, das hat mit den Ballonen weggezogen. Und die filmen, die machen einen Schuss vor der Kamera von da oben. Und jetzt geht keiner hin. Ja, warum laufen Sie dann so in Unterwäsche rum? Ja, weil das zum Film gehört, was meinen denn Sie so, was das gehört? Oder? Ja, ist kennen das? Sie mich nicht? Nein, wieso muss ich einer kennen? Ja, das ist ein Fehler. Ja, vom Fernsehen. Man soll den Fernseher ein bisschen einschalten, dann gehst du den Markt von Komödienstadl und von der Polizeiinspektion. Ja, das tut mir leid, das tut mir jetzt leid, ich kenne ihn jetzt nicht, aber das ist ja wurscht. Ja. Ich meine, das ist ein Privatgelände, was ist denn das da? Ist das da von Ihnen oder was? Jetzt habe ich mir gesagt, wir filmen da für den Olympiazentrum. Haben Sie Genehmigung oder was? Ja, die sind halt laufen, die bin ja nicht da, die sind da oben. Oder können Sie es irgendwie ausweisen? Nein, weil ich zu einem Regisseur gehe und mein Auto steht da drunter und meine Frau und der ganze Filmwagen. Das geht nicht. Also müssen Sie das Zeug erst da schon zusammenraumen? Nein, das haben wir gar nicht zusammen. Jetzt warten Sie bitte, die Herren da oben sind, dann können Sie nicht mehr. Ich sehe gar nicht mehr. Hochhaus machen sie im Nein, meine Vorschriften halten, das geht da nicht. Was ist mit der überhaupt? Ja, der ist mit dem Berg da von, mit dem Berg. Schaut, der Zweiter kommt da, komm, auf geht's da. Hallo. Hey, jetzt kommen wir schon mal her, warte, dann haben wir uns ja noch Zeit zusammen. Ich brauche da gar nichts schon, weil die ist mir nicht gehört. Ja, Freilich, was ist denn sonst gern? Bleibst du da jetzt halt? Nein, ich suche jetzt meine Frau mit Auto und die Filmfirma. Ja, so geht's nicht, sie können nicht das Zeug da stehen lassen, hallo. Kommen Sie her und werden Sie das wegräumen. Das sind so die Deppert oder was? Ich habe da den Quick, was ja, wahrscheinlich haben überhaupt. Das haben da Sie wahrscheinlich hergebracht, oder? Ich sehe ja nein, das habe ich nicht hergebracht. Keine das hat Sie den Filmführer hergebracht. Sind Sie blöd? Kommen Sie her da. Aufgeräumt wird da, wo sind wir denn? Also das ist doch wirklich. Und Sie schauen auch, dass weiter kommen. Komm, auf geht's da. Los, das ist doch kein Privatparty hier. Auf geht's, komm. Ja, sag ich mal, das hat sich blöd oder was? Was ist denn los da? Das ist wahnsinnig, oder wie? Und Sie geben mir sofort Ihren Namen, ich zeige Sie an. Das ist wahnsinnig, sag einmal. Sie, Herr Grisser, sagen Sie mal ganz langsam, April. Nein, ja, sag einmal, bitte. Du sagst einmal.